Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Nicht Railroads Online, sondern Train Simulator 2022 und wir schauen uns die neue Class 185 an. Gibt's neu bei Alan Thompson, ist schon seit ein paar Wochen draußen. Habe mir gedacht, ich mache mal ein kleines Video dazu, denn ich habe ein paar Testfahrten mit der schon gemacht, mit diesem Demo, also Diesel Electric Mutable Unit. Also Dieselfahrzeug, Dieseltriebwagen. Sound ist ziemlich geil, hat sehr viele Features, es ist sehr viel umgesetzt worden und habe jetzt mal ein Szenario rausgesucht, dauert ungefähr eine halbe Stunde und da schauen wir uns den Zug mal an. Musik gibt es erstmal keine, denn ich will euch den Ton hier zeigen und der ist echt gut gelungen. Wir gehen mal raus aus der Pause. Lassen die Leute erstmal einsteigen mit T und rüsten den Zug auf. Master Key. Richtungswende auf N. ABS bestätigen. Jetzt müssen wir hier die Zugkonfiguration bestätigen. Wir gehen einmal nach rechts und sagen Acknowledge. Ist alles okay. So. Und jetzt müssen wir das PA-System einrichten, dass wir schauen mal, welchen Code wir haben. Also das PIS-System 9224. Dann sollte das erkennen. Blackpool North. Gut. Dann machen wir als nächstes mal die Tür auf. Drücken wir hier auf das Control Panel. Machen den Door Key an und öffnen die Türen. Und wenn wir da schon mal sind, werden wir das DSD gerade mal abdrehen. Sicherungssysteme sind hier zum Abschalten. Und gehen wieder zurück, weil das DSD nervt mich. Okay. Während wir das machen, werden wir auch das GSMA einrichten. Wir haben 1N63. Signal ist 127. Wunderbar. Hat funktioniert. So, jetzt werden wir auf der Seite ebenfalls die Türkontrollen anmachen. Blau heißt, ist zu. Ich finde es ein bisschen doof, dass die Knöpfe hier für die Tür nicht funktionieren. Das muss man immer am Panel hier hinten machen, momentan. Lichter auf Marker. Taillights aus. Der Rest passt. DRA lassen wir drin. Wir haben ein rotes Signal. Blackpool North. Lichter schauen okay aus. Das können wir wieder ausblenden. Türen sind offen. Wunderbar. Dann gehen wir mal nach innen. So sieht das von innen aus. Das sind eigentlich so die Ansichten, die wir hier haben. Nicht gerade viel. Aber reicht. Ist eigentlich nur schön detailliert. Ja, das Coole bei dem ist, so ziemlich alle Zugsicherungssysteme sind simuliert. TPWS, also TPWS ist unter anderem mit dabei, ist also auch alles aktiv. Ich habe jetzt nur das Metall hier unten deaktiviert. Wir werden jetzt noch den Tempomat mit einschalten, mit Steuerung Shift N, und zwar der Advanced Mode, und der funktioniert ganz speziell. Der geht ab 40 Meilen und da muss man hier mit dem Power-Regler auf Stufe 4 sein. Man fährt dann bis zu der Geschwindigkeit, wo man hin möchte, geht dann für 2 Sekunden durchgehend auf Position 0 und dann wieder zurück auf 4 und dann lockt er die Geschwindigkeit. Das werdet ihr dann gerade noch sehen. Ist noch ganz cool. Ja, ansonsten schöner Innenraum. Mal durchblicken, klicken so. Lighting. Area. Level, was haben wir da? Maintenance Mode. Okay. Equipment. Ja, kann man sich so die Zugdaten hier durchgucken. Air Condition. Turn on time. Okay. Interessant. Ja, und das PIS-System, das kann man auch in QuickDrive nutzen. Man hat, kriegt im Manual eine ganze Liste an Codes und Streckendaten, die man dann hier eingeben kann. Und dann läuft es auch im QuickDrive. Also man muss nicht zwingend da ein Szenario dafür haben. Ansonsten, was haben wir hier? Das ist nur hier. Einstellung.
Hazard Lights. Gucken wir die mal an. Wird nicht sehr viel. Daylights, das ist Engine Stop. No Speed, Uncouple. Das waren die Türkontrollen. Okay. Viper, Master Key. Da nochmal Release Doors auf der linken Seite. Diverse Warnanzeigen hier. Okay. Max Speed 100. Glaube ich, werden wir nicht erreichen jetzt auf der kurzen Fahrt. Und rein theoretisch sollten die Türen da hinten dann von alleine zugehen. Schau ich mal ganz kurz, ob das Plugin läuft. Ja, hat es mitgekriegt, dass wir jetzt im Preston sind. Und das sollte dann automatisch die Ansagen machen. Das ist ein Effekt, wenn wir da drin sind. Ah, jetzt ist es aus, okay. Mal drauf. Okay, das hat tatsächlich einen Effekt. Aber dass es nicht leuchtet. Okay, wir gehen forward. Und dann sind wir eigentlich abfahrbereit. Könnt ihr mal in die Kommentare schon mal reinschreiben, ob ihr mit der Class 185 auch schon rumgefahren seid, wie ihr die so findet. Bis jetzt bin ich eigentlich ganz positiv eingestellt dazu. Einer der besseren Modelle. Ansonsten losgehen, schauen wir mal. 38. Also in 2 Minuten. Ja, Railroads Online geht auch ganz gut voran momentan. Also wir sind gerade dabei, die dritte Bergstrecke zu bauen, stand heute. Das wird noch ein Hassel. Na, da freue ich mich. Aber ein bisschen zum Abgleich wollte ich mal ein bisschen Train Simulator 2022 spielen und nochmal was Neues vorstellen. Immer nur ein Spiel spielen ist ja ein bisschen langweilig. Vor allem, wenn es dann wieder neue Spielzeuge gibt. Den Ray Driver muss jetzt gerade mal schauen, dass er mich kriegt. Okay, bin auf 0, passt. Also ist Rail Driver kompatibel, also wenn man es richtig einstellt. Habe bis jetzt noch keine größeren Probleme gehabt damit. Haben aber nach wie vor rot. Dürfen wir jetzt dann langsam mal fahren hier? Aber echt, das Soundmodell ist super. Ein paar Sekunden noch. Darf das Signal aber langsam mal umstellen hier. Okay. So viel zur pünktlichen Abfahrt. Was haben wir hier noch? Fanspeed? Die 5 Rader hier drin. Wie schaut's denn aus, wenn wir hier das... Ah, jetzt dürfen wir. Aber wir haben nach wie vor rot. Jetzt nicht mehr. Schon den Dieselmotor. Beschleunigt sehr gut, muss ich sagen. Kann natürlich nicht sagen, ob die in echt auch so gut fahren. Für das bin ich noch nicht in England gewesen. Aber ich gehe mal davon aus, das passt soweit.
So, Kirchheim and West Ham. Bahnsteig 1. 7 Meilen. Außen irgendwie so untypisch. Das wäre so elektrisch. Wenn wir dann hier in dem Bereich draußen sind, werden wir mal schauen, wie das im Fahrgastbereich ist vom Ton. Ich stelle mir das unglaublich aufwendig vor, da die Töne von den Triebwagen und Lokomotiven aufzunehmen. Und vor allem die Nachbearbeitung danach. So, dann können wir hier mal Schmackes geben. Eigentlich fast der gleiche Ton, ne? Ist fast gleich, ja. Okay, probieren wir das mit dem Tempomat. Also wir sind jetzt auf 4. Warten mal, bis wir die Geschwindigkeit haben. Gehen wir auf 0. 21, 22 und wieder auf 4. Ich glaube, was jetzt genommen hat. Ja. Und jetzt bleibt er bei der Geschwindigkeit. Gibt davon auch noch eine einfache Variante. Da kann man es dann per Knopfdruck einstellen. Aber ich glaube, so ist es die realistische Variante. Dass man kurz zurückgeht, kurz wartet und dann wieder auf Position 4 geht. Oh, das kann man auch runterziehen. Ja, das ist immer natürlich dann viel. Geht es da auch? Ja, das geht da auch. Die Türen, glaube ich, kann man auch aufmachen. Das probieren wir dann, wenn wir hier wieder stehen. Die ganzen Sicherungen, die kann man nicht anklicken. Emergency Stop, Handbrake, Lamp Test, Battery, Battery Off, Cap Lighting, Signal Bell. Good. An. Have you keyed out? Relativ neu sein. Ich bin jetzt gar nicht sicher, was das für ein Baujahr ist. Ja, doch. Schön detailliert. Ich glaube, $35 kostet es momentan. Für Mitglieder weniger. Also ich würde euch empfehlen, dass ihr bei Alan Thompson Mitglied werdet. Da kriegt ihr auch ganz tolle Szenarien. Gerade wenn ihr auf die englischen Sachen steht. Deutsche Sachen hat es da so gut wie gar nicht. Da haben sie sich jetzt wirklich Mühe gegeben. Genauso auch mit den Strecken, die auf Alan Thompson gibt, die sie selber machen. Oh, ein Pacer. Haben sie jetzt auch aus dem Verkehr gezogen. Wenn dann nur noch auf Museumslinien, soweit ich weiß. Ja, einen Schienenbusse. Mal schauen. Weichgleis hier. Ah, da. Die Kamera. In der Vergangenheit immer schlecht gewesen, wenn ich das gemacht habe. Weil ich meistens irgendeinen Alarm übersehen. Aber ich glaube, wir haben hier External Alarms. Soll ich also hören. Thank you.
Aber das Pissystem feiere ich eigentlich am meisten. Da oben, Public Announcement. Jetzt bin ich da zurück. So, da könnte ich jetzt irgendwas sagen, okay. Hi, PC Intercom. Ne, zurücksetzen wir das jetzt mal nett. Okay, dann schauen wir mal, ob die Ansagen sauber funktionieren. Sind dann gleich mal da. Oje, gelb. Einfach gelb. Die Bremsen sind giftig. So wie ich das vom Verhalten gesehen habe, bremst er zuerst nur elektrisch und zum Schluss dann bremst er dann pneumatisch. Also beziehungsweise mit Scheibenbremse. Haben wir jetzt da wirklich rot davon? Die ist nicht. Hört es, wie der Motor aufgeht, wenn ich die Bremse reindrücke? Ah, jetzt bremst er auch. Mit. Echt giftig, muss man aufpassen hier. Also 20-30% reicht schon an der Bremse. Nicht von schlechten Eltern, da habe ich schon Schlechteres gesehen. Als nächstes eben dann mal schauen, ob wir die Tür hier aufkriegen. Wäre eigentlich witzig, wenn es auch jetzt geht. Unser rotes Signal. Da passiert nichts. Close Captor. Captor Release Cover. Okay. Tatsache, ich kann es aufmachen. Wird auch offen angezeigt. Okay, und dann kann ich sie herschieben oder so wieder zumachen. Cool. Ja, okay, das wäre dann so quasi, wenn du es allein fährst, ohne Gurt, dass du da mal kurz rausschaust, wobei. Da willst du auch einfach das Fenster aufmachen. Oh, das ist auch noch gut. Dann tut sich aktualisieren, dass man es von draußen hört. Sehr gut gemacht. Gefällt mir. Haben wir eigentlich hier nix. Zwei Höhen. Ich weiß nicht, ob es auf dem Radio aber genauso funktioniert. Das invertiert, aber funktioniert. Warum ist das in-op? Patchen Sie dir das noch? Language. Okay. Ah, was ist jetzt da vorne? Signal defekt? Oder steht da wirklich jemand? Hier. Nö, da steht tatsächlich jemand. Beim Train Simulator weiß man nie, ob so ein Signal defekt ist und man steht da bis in alle Ewigkeiten. Oder es ist tatsächlich dann ein Zug vor dir. If the manual is available, do not move your train, report incident to the signal immediately. Ja, der wird dann angehen, wenn wir zu schnell fahren.
Und das war's eigentlich hier. Übersichtlich. Aber jetzt hier die Beleuchtung haben wir nicht angekriegt, ne? Ist gleich, das ist jetzt. Aber nur das da vorne. Ach, und dann kann ich. Oh, wir dürfen fahren. Das ist alles geil. So, Beleuchtung braucht man nicht. Aber wo kriege ich Saloon Lighting, Sending? Geht denn das Licht da oben an? Ist bestimmt noch irgendwo ein Knopf für das. Okay, dann wollen wir da vorne erstmal anhalten. Theoretisch sollte davor die Ansage kommen. Geile Ansage. So, und dann mal da vorne mal stehen. Bremse mit der Unit muss ich noch ein bisschen. Ah, ich wünsche, ich hätte einen Short Key, dass ich sofort auf die Ansicht hier komme. This is a service to Blackpool North. Calling at Fulton the File and Blackpool North. Das war aber kurz. Gut. Bis mal wieder. Fulton Lee Filed? Der Filed? Vielleicht ist ja irgendwas Französisches. Keine Ahnung. Jo, volle Pulle. Ah, das hat schon einen echten Mehrwert, wenn man dann ihm hat. Gibt's einfach mal Plus für den Realismus. Ich meine, gibt's auch bei anderen Logs oder im Deutschen gibt's ja noch, ich weiß jetzt nicht mal, wie die eine Software heißt, die man sich da kaufen kann. Für Gott, für die deutschen Strecken. Teilweise sind es Szenarien integriert. Aber es ist eine Seltenheit. Aber es macht dann schon Spaß, wenn dann so ein Announcements mit dabei sind. Beziehungsweise bei diversen Szenarien, wie bei 3D-Zug, wenn du dann also Kommunikationen drin hast mit den Schaffner, Spezialevents, der Leitstelle etc. Das ist dann schon cool. Ich glaube, den Streckenabschnitt bin ich auch noch nicht gefahren hier. So zieht.
Ja, mit dem Red Driver ist es gar nicht so einfach, da wieder auf die 4 zu treffen, wenn man es dann recht schnell wieder auf Max. Aber es funzt. Oh, 5 Meilen. Ja, wie gesagt, das Szenario ist nicht so lang. Das ist nur eine halbe Stunde, ist einfach nur mal um zu gucken, wie die neue Class so ist. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der Tempomat auch bremst oder war einfach nur beschleunigt, bis er bei der Geschwindigkeit ist und dann wieder loslässt. Zeigt hier oben, dass er an ist. Ich glaube, es ist der Weiße hier. Scheibenwischer können wir mal probieren. Ah, das glaube ich hat auch gesagt, das ist so ein Feature. Dass die hier nicht synchron laufen. Er hat die Einstellungen. Okay. Also Intervall und durchgehend. Sehr gut, dann schauen wir mal. Da haben wir hier auch nochmal das Horn. Was haben wir dann hier? TouchTag Unit. Keine Ahnung, für was das gut ist. Keine Ahnung, was das ist. Eben Door Control. Sicherung. Zugsicherungssysteme. Da lässt sich aber nichts anklicken. EPBS. Ja, gut, gehen wir wieder zurück. Frag mich, ob dann mal Blackpool North dann zur Ansage kommt, dass der Zug hier endet oder sowas. Nach dem Motto, alle aus dem Zug bitte raus. Werden wir dann sehen. Das ist auch meine erste größere Testfahrt. Eigentlich so eine Lieblingsstrecke, die ihr am liebsten fahrt? Wenn ja, schreibt es doch mal in den, jetzt muss ich schon sagen, in den Live-Chat, in die Kommentare bei YouTube rein. Ah, ich bin einfach zu sehr Stream geprägt. So, ich bin gespannt, wer jetzt dieses Pultenle Filed ausspricht. Ich hab's garantiert falsch gesagt. Ab und zu geht er hier unter 30. Wunderbar. Was war jetzt das? Das war wohl ein fehlende Strategie. Und das Gleis zur linken Seite. Wird man mal wieder mähen hier. We will shortly be arriving at Fulton the File. If you're leaving the train, take a moment to check you have everything with you. Don't forget any bags or cases in the luggage racks or under seats, and retain your tickets as they may be required when exiting this station. Thank you for travelling with TransPennine Express, and have a great onward journey. Ja, das betont. Fulton the File, okay. Doch nicht so schwierig. Alte Signale hier.
So. Ich freue mich. Das ist halt echt nervig, dass ich hier jedes Mal hier rumgehen muss. Also es würde auch gehen, wenn ich einfach nur T drücke, aber dann macht er die Tür nicht auf. This is a service to Blackpool North. Calling at Blackpool North. Das ist, glaube ich, die letzte Station, oder? Ja, genau. Also die alte Signalbox würde ich auch mal besuchen. Die sehen einfach schön aus. Also rein von der Architektur her. Die lässt jetzt aber länger offen. Also ihr könnt logischerweise auch nicht losfahren, wenn die Türen offen sind, da geht er automatisch auf die Vollbremse, was ja auch richtig ist. Der nächste Regio-Service hier. Finde ich auch ganz cool zum Fahren. Gibt es echt viele Liveries von denen. So, volle Pulle. Da ankommen, 3 Meilen. Wenn jemand übrigens den Grund weiß, warum man das aus Position 4 machen muss mit dem Tempomat, anstatt irgendwie, also das Max, gerne reinschreiben. So, und schauen wir mal, ob ich es jetzt auch wieder hinkriege. 21, 22. Ja, naja gut, 69. Close enough. Kurze kleine Strecke. Mir hat es gefallen. Ich werde auf alle Fälle noch öfter mit dem fahren. Auch privat, ohne dass ich es jetzt aufnehme. Und lasst in die Kommentare da, wie es euch gefallen hat. Und wie es euch generell gefallen hat, wie ich das so gemacht habe. Soll ich was besser machen? Etc. Keine Ahnung. Ich habe einfach Spaß beim Fahren und lasst euch da ein bisschen Teil dran haben an dem Ganzen. Ja, mal gucken. Blackpool North, Kopfgleis, wie es aussieht. Stumpf. Gleis, glaube ich, heißt es eigentlich, glaube ich, Stumpfgleis. Jetzt bin ich mal vor allem gespannt, was er für eine Ansage macht. Engaging. Vielleicht mal bremsen. Mal bessere Controls. Eventuell hole ich mal wirklich mal von Alan Thompson den Advanced Controller von TS Controls. Also ein bisschen feinfühliger. Rail Driver ist halt eher so für die amerikanischen Looks ausgelegt. Zu schnell. We will shortly be arriving at Blackpool North, where this service terminates.
If you're leaving the train, take a moment to check you have everything with you. Don't forget any bags or cases in the luggage racks or under seats, and retain your tickets as they may be required when exiting this station. Thank you for travelling with TransPennine Express, and have a great onward journey. Okay, das ist cool, dass er dann wirklich sagt, dass der Zug hier endet. Sehr cool. Frag mich, ob er auch so Ansagen hat, dass wenn wir mit zwei Kompositionen unterwegs sind und eine bleibt hinten, ob er das dann irgendwie sagt, so nach dem Motto, ja, die vordere Einheit fährt weiter etc. Wobei, das wäre noch ein bisschen zu viel des Guten, glaube ich. Alles dreckig hier, also in der Schweiz wird es das hier nicht so geben. So, bleiben wir hier mal stehen, machen wir die Türen auf. Hotkey für die Ansicht. Cool. Dann, liebe Leute, das war's. Hat mich gefreut. Und sehen uns zum nächsten Mal bei Train Simulator 2022 bzw. Railroads Online. Toodaloo.